Hey ho, ihr Lieben, hier erstmal einen sehr stylischen Nachtfalter. Dann haben wir hier was sehr cooles. Das hier. Das ist ein Spinnennetz. Aber in dem Spinnennetz lebt eine von diesen Spinnen, die zuerst ein Netz bauen. Und wenn das Netz dann fertig ist, sammeln sie Material auf und bauen sich dann in der Mitte dieses Ding hier, so ein Obdachlosenhütchen. Da sitzt die Spinne, keine Ahnung, wie man das zeigen könnte, ohne dass sie ums Netz umstößt, die sitzt dazwischen drin. Diese Spinne baut sich also ihr eigenes Haus in ihrem Netz. Dann, weil ich heute hier am Holz, wo ich sicher noch 2000 Jahre brauchen werde, Holz klirben war, ist hier eine ganz große Logik. Das hier ist die Machenschaft einer Blattschneiderbiene. Blattschneiderbienen suchen sich Hohlräume, meistens in abgeschnittenen oder abgebrochenen Stängeln, die von Natur aus innen hohl sind. Dann sammeln die Blätter, dann kleiden die diesen Hohlraum mit Blättern aus, dann legen die ein Ei rein, dann füllen sie das mit Pollen und dann verschließen sie das mit Blättern. Das ist, was Blattschneiderbienen machen. Die fressen keine Blätter oder so, wie man es von Blattschneiderameisen glauben könnte. Die sammeln aber auch keine, züchten auch kein Pilz. Nein, die nehmen diese Blätter eigentlich nur zum Auskleiden von ihrem Ding. Auch was hier, ich bekomme das Holz immer vom Wald, wo, wenn die Bäume sind alle schon etwas älter und morsch und kaputt und sowas. Demnothorax. Demnothorax. Irgendwo hier in irgendeinem von diesen Baumstümpfen beim Schneiden mit der Kettensäge habe ich es nicht gesehen. Aber hier rennen Camponotus Vagus Arbeiterinnen rum. Also in irgendeinem von diesen Dingern ist irgendwo eine Camponotus Vagus Kolonie. Ich habe hier Lasius Brunois, Lasius Emarginatus und Lasius Platythorax Arbeiterinnen gesehen. Das heißt, auch hier ist irgendwo mindestens ein Teilkolonie oder eine Kolonie mit der Königin. Ich habe eine Camponotus Lignibertus Arbeiterinnen gesehen, drei, die hier rumlaufen. Das heißt, da ist auch irgendwo die Königin mit drinnen. Diese Schätze entstehen dann, wenn du... Man könnte sich vorstellen, jeder dieser Holzblöcke, das waren ja ganze Bäume, die da waren jetzt erst hier. Dann werden die so geschnitten. Und jeder dieser Holzblöcke ist wie so eine Schatztruhe. Und dann bringt man sie zu einem Spalter und dann spaltet man sie eben in so normale Holzscheite. Und dann kommen diese magischen Momente, weil man nicht weiß, wenn das Holz in der Mitte auseinanderbricht, was dir entgegenfällt. Ich habe schon von einem Nashornkäferlarve, obwohl die eigentlich im Kompost leben sollten, aber ich habe auch Holzblöcke dabei, die so sind. Die sind innen total morsch und modrig und das zum Beispiel ist das Werk von Lasius Brunois. Die haben hier den Baum halt komplett ausgehöhlt innen drin. Etwas, was die meisten Leute nicht verstehen. Da ist ein Baum. Nehmen wir das, das sieht besser aus. Das ist ein Baum. Das ist das in der Mitte. Wartet. Wo der Baum ein Jahr alt war. Und dann hast du eben die Ringe. Da sieht man eben, das weiß man, weiß ich so gut wie jeder, wie viel er pro Jahr gewachsen ist. Und dann hast du das Alter vom Baum. Den Baum, für den Baum wichtig, in Anführungszeichen, ist aber nur das hier. Und das knapp darunter. Weil das ist, wo die Nährstoffe hinkommen. Das gesamte Holz in der Mitte ist dem Baum scheißegal, weil das ist sowieso tot. Das ist wirklich tot. Deswegen können Bäume oft in der Mitte komplett hohl sein,
und komplett zerfressen sein und die Ameisen drin leben und ihre Gänge drin angelegt haben und alles und der Baum lebt trotzdem und wächst trotzdem weiter. Ganz einfach, weil das lebende Ding vom Baum eigentlich nur das bisschen ist. All das ist nutzlos. Also für den Baum her ist es in dem Sinne nutzlos. Es gibt dem Baum Stabilität und alles. Aber wie gesagt, wenn die Tiere, so wie hier, das komplette aushöhlen und darin leben, stört es den Baum recht wenig, weil der wächst einfach weiter. Ach ja, wir haben außerdem immer wieder diese... Wo ist die jetzt hin? Also das steigt gerade da herum. Diese Schlupfwespen, die da immer alles abpatrouillieren, in der Hoffnung, dass irgendwo eine Larve ist, wo sie ihre Eier reinpupsen können. Um ehrlich zu sein, bei diesen jedes Jahr diese Holz auseinander machen. Ohne Übertreibung, du findest die utopischsten Dinger, von die seltsamsten Larven, die seltsamsten Puppen, alle möglichen anderen Tiere, Bücherskorpione und sowas sowieso, Kamelhalsfliegenlarven, die seltsamsten Spinnen. Und Ameisenkolonien, viele Ameisenkolonien. Besonders dürft ihr nicht vergessen, dass dieser Haufen, dieses Jahr habe ich ein bisschen später das Holz geschnitten, das ist es nicht so, aber wenn das Holz geschnitten ist, frisch im Frühling, vor Mai, wie vorletztes Jahr, und das dann so herumliegt, so, dann landen da Millionen Camponodus vagus, Camponodus lignibertus und sonstige Camponodus-Königinnen drauf, weil das ist so ein magischer Anziehungspunkt, das ist der perfekte Platz, um eine Kolonie zu gründen. Wie ich im anderen Video mal gesagt habe, diese Ameisenköniginnen werden von gewissen Orten und gewissen Plätzen magisch getriggert. Die fliegen hier oben drüber, sehen das und sagen, oh mein Gott, ich muss da jetzt landen. Und ich habe vorletztes Jahr war das so, so viele Camponodus vagus Königinnen dort gehabt, dass es alle 10 Sekunden zu irgendeinem Kampf und zur Massenschlägerei gekommen ist. Und die haben sich gebissen und einige, da sind lauter Tote am Boden gelegen, das war nicht mehr normal. Aber das ist auch das, wo Camponodus vagus von Natur aus ausgeht, wenn Camponodus vagus schwärmen. Die Camponodus vagus oder Lignibertus Königinnen suchen, und die Vagus halt etwas mehr als die Lignibertus, die suchen beim Drüberfliegen am Boden nach Baumstümpfen oder anderen holzartigen Gebilde, weil sie davon ausgehen, dass das morsch ist, was meistens der Fall ist, was sich die Königin da leicht reingraben kann und dort dann gründen kann. Außerdem fängt es jetzt sicher gleich an zum Regnen und zum Stürmen und zum Gewittern, weil diese Wolken ziehen da schon drüber die ganze Zeit und es donnert und blitzt und dauert seit einer Stunde, aber es regnet noch nicht. Aber ja, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Aber Hauptsache, wartet. Dem Falter stört es nicht, wartet. Der sitzt da auf dem Blatt, Alter. Das Blatt biegt sich und weht herum. Sonst sind solche Tiere extrem schreckhaft. Du stoßt nicht mal ans Blatt an, du gehst nur vorbei. Ein leichter Windhauch und das Viech fliegt weg und da... Das Blatt weht herum und da schon wieder nur, ja, pff, ist mir scheißegal. Einfach nur scheißegal. Aber naja. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Bye, bye.